Vor euch steht ein End-KTW, das ist ein Notfall-KTW. Der ist eigentlich, fahrt der nicht regulär im öffentlichen Dienst, sondern der wird eher für einen Katastrophenschutz hergenommen, für die schnelle Einsatzgruppe oder für so Sanitätsdienste. Das bedeutet, schnelle Einsatzgruppe, wenn jetzt eine Katastrophenlage ist, wie eine Evakuierung beim Bombenfund oder wenn jetzt Massenkarambolage ist auf der Autobahn, dann wird dieses Fahrzeug hergenommen, weil dieses Fahrzeug kann auch den Rettungsdienst, den regulären Rettungsdienst unterstützen. Das Bestimmte an dem Fahrzeug oder das Geniale an dem Fahrzeug ist, man kann zwei Verletzte liegend transportieren, wenn es notwendig ist. Wir können uns den jetzt einmal auch anschauen. Der ist eigentlich ausgestattet wie ein Rettungswagen, ist alles drin, Sauerstoff, eine Schaufeltrage drin, ein Tragestuhl, eine Vakuummatratze, natürlich auch Sitzfläche für Notarzt oder für einen Verletzten. Da drüben haben wir dann praktisch unseren Apothekerschrank. Ich kann es jetzt bloß nicht öffnen, da wir, weil die ja so oft auf den Sanitätsdiensten unterwegs sind, haben wir jetzt ein neues System, dass wenn irgendwas rausgenommen wird, dann merkt man das gleich. Was ich heute auch schon benutzt habe, wegen die Kühlpacks. Da kann ich dann mal aufmachen. Es sind also gewisse Dinge drin. Da sind die Kühlpacks zum Beispiel drin, Druckmanschette. Und wir haben es halt überall beschriftet, was da drin ist. Verbandsmaterial. Dann haben wir für Intubation einiges. Für einen IV-Zugang. Handschuhe. Man fängt eigentlich an als normaler Sanitätsausbildung. Das ist sowas ähnliches wie etwas Größeres als ein Erste-Hilfe-Kurs. Danach gibt es dann eine Sanitätsfachdienstausbildung mit Prüfung natürlich, schriftlich, praktisch. Wenn die dann geschehen ist, wenn die bestanden haben, dann sind sie Sanitäter im Fachdienst. Der Rettungssanitäter beinhaltet ein Wachpraktikum auf einer Rettungsdienstwache. Da muss er dann einen Rettungswagen fahren oder einen Krankenwagen fahren und ein Klinikpraktikum. Oder man kann sofort die Ausbildung zum Notfallsanitäter machen. Das Ehrenamt ist, die Tendenz ist nicht steigend, also eher sinkend. Also wir freuen uns auf jeden, der wo ehrenamtlich mit dazukommen würde. Die Ehrenamtlichen in der Bereitschaft, wie gesagt, jetzt solche Sanitätsdienste absichern. Wir sind auch sehr viel beim Fußball dabei, bei FC Ingolstadt oder beim Eishockey sind wir sehr viel vertreten. Volkfestdienste oder so kleine Faschingsumzüge oder Seniorentanzabend, also solche Dinge. Also es gibt langweilige und interessante Dienste und ein Ehrenamtlicher sollte halt das und das gerne machen. Die sichern halt praktisch die Veranstaltung ab. Wenn dann irgendwie ein medizinischer Fall ist, schauen sie drauf und dann entscheidet praktisch dann der Rettungssanitäter oder wenn es zwei SAN-FD sind untereinander, die entscheiden dann, ja, braucht man Rettungsdienst, braucht man keinen Rettungsdienst. In dem Fall war es so, er hatte sehr starke Schmerzen und da alarmiere ich dann automatisch einen Rettungsdienst mit Notarzt dazu, damit ihm ja auch natürlich die Schmerzen genommen werden. Man hilft sich gegenseitig. Also es sollte schon ein Zusammenspiel sein zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen. Ja, es gibt ja auch viele, ich bin hauptamtlich Rettungssanitäter beim BRK, mache aber auch ehrenamtlich als Rettungssanitäter für den BRK was oder mache ehrenamtlich fürs KIT Ingolstadt was beim BRK. Und wie gesagt, es ist ein Hand-in-Hand-Spiel. Der Vorteil ist, wenn man jetzt im Rettungsdienst arbeitet, ehrenamtlich sowie hauptamtlich, dann kennt man schon dementsprechend die Kollegen oder die Notärzte. Und dann ist es automatischer Hand-in-Hand-Spiel.
grundsätzlich nicht. Wir werden ja über die integrierte Leitstelle in Ingolstadt, die wo sich bei der Feuerwehr befindet, werden wir alarmiert. Da kommen die ganzen Notrufe ein und es gibt da so gewisse Stichwörter, wie zum Beispiel Atembeschwerden oder vitale Bedrohung. Und da ist dann noch ein Code dabei, RD1, RD2. Und dann entscheiden wir, ja, man sollte mit Blau fahren. Eigentlich ist jeder Notfall, was wir reinkriegen, eigentlich eine Blaulichtfahrt. Aber wie gesagt, manche denken halt, wenn man mit Blaulicht fährt, ist es Schönste, Tollste. Eher nicht, weil man muss nämlich zu 1000% mehrer Acht geben im Straßenverkehr, weil man muss besser vorausschauen können, weil man weiß ja nie, wie die anderen Fahrzeuge reagieren. Das heißt, man darf zwar über rote Ampeln fahren, aber man sollte schon in Schrittgeschwindigkeit in die Kreuzung reinfahren. Weil wenn ein Unfall passiert, dann sind wir automatisch mit 50% mit Schuld. Sie sollten ruhig bleiben und das machen, was man eigentlich in der Fahrschule gelernt hat. Nämlich rechts ranfahren und egal, ob jetzt an einer roten Ampel an der Kreuzung stehen, langsam in die Kreuzung reinfahren, weil andere Verkehrsteilnehmer sehen ja auch, dass ein Fahrzeug nicht blau kommt. Also das spielt keine Rolle. Und wenn eine Blitzerampel da ist, ist eine Blitzerampel da. Man kann es immer irgendwie nachweisen, dass ein Fahrzeug nicht da gekommen ist. Weil wenn wir über eine Blitzerampel fahren, dann werden wir auch geblitzt. Und die Uhrzeitmäßig kann man immer sagen, hier, ich habe den Rettungswagen Platz gemacht und ich habe überfahren. Ich habe da noch eine kleine Bitte. Man sollte nicht wegen jedem kleinen Wehwehchen in die Krankenhäuser fahren. Krankenhäuser sind eigentlich dafür da, für Notfälle oder für Menschen, die wohl richtig krank sind, gedacht. Man sollte erst schauen, ob man es selber in den Griff kriegt, wie eine Grippe zum Beispiel. Oder wenn man sich irgendwie einen kleinen Schnitt hatte, dass man es verbindet und dann selber schaut, dass man reinfahrt. Und nicht gleich einen Rettungsdienst ruft, weil ein Rettungswagen ist eigentlich für Notfälle gedacht und nicht für gewisse Wehwehchen.